Willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Ja, ich weiß, das Let's Play kommt in letzter Zeit sehr oft, aber warum nicht? Das macht mir Spaß und ich habe vielleicht vor, ein ähnliches Spiel zu Let's Playen, sobald dieses Let's Play vorüber ist. Nicht, dass ich keine Lust mehr hierauf habe, aber ich habe jetzt auch irgendwie sehr Lust auf das andere Let's Play. Aber die beiden gleichzeitig zu Let's Playen macht irgendwie wenig Sinn bis hierhin. Deshalb mache ich das jetzt ein bisschen schneller zu Ende. Vor allem, weil wir auch schon recht nah am Ende sind. Und so langsam geht mir ja all mein Equipment auf die Nerven. Aus irgendeinem Grund will ich mir ein Kabel nicht die ganze Zeit gehorchen. Und stört mich. Und warum ist hier alles so verkabelt? Das war noch nie so schlimm. Ja, trotzdem. Ui. Das war jetzt. Wow, wow, wow. Das war knapper als knapp. Wir haben ja schon einen kleinen Ersteindruck von der Welt gemacht im letzten Part. Ich meine, ich kenne ja schon. Viele von euch bestimmt auch, aber. Wartet, ist das. Oh nein, das ist wieder so eine Welt, dass ich die Kamera nicht weiter drehen kann, als es will. Oh, warum? Warum existiert dieses Feature? Warum? Ich dachte, es wäre nur bei Lava-Welten der Fall. Ich kann es noch nicht mal irgendwie weniger als... Ja, also die Kamera kontrolliert sich hier selber, nicht ich. Hat man da unten einen Stern? Oder sah es gerade nur so aus? Egal. Wir holen sie uns sowieso alle. Oh, so wie Pokémon. Oh, ich glaube, das war auch kein Stern. Das war ein toter Fisch. Das war aber auch kein toter Fisch. Ich glaube, das war ein Lakitu. Holen wir uns einen anderen Stern. Der da oben ist mir zu weit weg. Wir wollen jetzt, dass ich ganz nach oben gehe, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Vielleicht gleich. Oder wann? Ein andern Mal. Warum kann ich nicht einfach die Kamera drehen? Nach hinten. Warum muss ich das in Schritten machen? Ich will das nicht in Schritten machen. Was ist denn hier drin? Oh, okay. Dieses Kabel an meinem Arm stört mich. Geh weg, geh weg. Das will nicht weggehen. Das beginnt ja schon mal schön hier bei so einer noch recht nervenzerreißenden Welt. Ich meine, es geht noch. Ich meine, es gibt Leute, die diese Welt hier mehr hassen als ich, aber trotzdem muss man schon aufpassen, dass man nicht runterfällt. Was sollte das denn jetzt? Ach, blöde Kamera. Oh, okay, das war mehr Glück als Verstand. Das ich geb's ja zu. Oh, wow, wow. Oh, übers Feuer. Illuminati confirmed. Holen wir uns den Stern jetzt einfach. Der war näher dran. Türkische Dreiecke. Und nein, es sind nicht türkische Dreiecke. Die Wörter türkisch, türkisch und türkis lassen sich sehr schnell vertauschen. Kann ich mit Luigi da hochspringen? Ja, vielleicht sollte ich es mehr am Rand probieren. Das sieht nämlich sehr machbar aus. Tatsache. Nur aus irgendeinem Grund ist Luigi danach abgerutscht. Und hat sich dann nicht festgehalten. Was für ein Grund auch immer du hast, Luigi, aber... Hey, das ist nicht mein Problem.
Obwohl, doch, es ist mein Problem. Egal. Das Schlimmste an dieser Welt ist, dass man auf die Teppiche warten muss. Also wirklich. Die sind so lahm. Die meiste Zeit, vor allem auf dem Weg nach oben, stehe ich hier einfach auf einem blöden Teppich rum und warte. Das ist nicht gerade sehr aufregend, wisst ihr? Diese Stage gibt es ja auch in Super Smash Bros. Das Melee. Oder besser gesagt, gibt es dort als Stage. Nicht gerade die beste Stage. Aber es gibt es. Flieg los. Habe ich den falschen Weg genommen? Ach, irgendwohin wird es mich schon bringen. Es gibt genügend Sterne in dieser Welt. Ba 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 ba. Diese Welt ist langweilig. Wirklich, ich muss ja eigentlich nur rumstehen und nichts tun. Okay, jetzt bin ich mal gesprungen aus Sicherheitsgründen. Wegen dem Feuer, aber ansonsten ist es auch nichts. Ich kann noch nicht mal die Kamera drehen. Okay, hier ist ein Schalter für einen Einstern. Instern, das habe ich mir gemerkt. Oh, mal was Aufregendes. Oh, komm schon, Luigi! Deswegen muss ich wieder neu warten. Es dauert auch zu ewig, bis immer runtergefallen ist. Aber wir kommen da nicht drum rum. Wer alle Sterne haben will, muss leiden. Leute, wer alle Sterne haben will, muss leiden. Hm. Immerhin gibt es hier eine kleine Abkürzung. Oder auch nicht. Regenbogen-Raserei. Ja. Ist der Titel ironisch? Raserei? Es ist eine langsame und langweilige Welt. Da hätten sich eigentlich die Übersetzer von Super Mario 64 und Mario Kart 64... die haben sich wahrscheinlich vertauscht. Der Regenbogen-Boulevard sollte bestimmt eigentlich Regenbogenraserei heißen. Und Regenbogenraserei sollte wahrscheinlich Regenbogenboulevard heißen. Es macht auf jeden Fall so mehr Sinn. Weil eine Raserei ist das hier nicht wirklich. Na, 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 na. Wir müssen es nicht nur für einen Stern hier durchmachen. War da nicht was auf dem Schloss, dann nehme ich jetzt die Mario-Kappe und blas mich auf. Oder flieg, je nachdem, was hier dran ist. Ich blas mich auf, sehr schön. Ja, Kamera, komm auch mal mit. Hier haben wir wieder einen Stern. Oh, und da ist auch der Einstern-Innenstern. Ist ja eigentlich das gleiche. Raus in den Wolken. Versuchen wir gleich mal, ob wir den Einstern-Innenstern schaffen. Müsste ja eigentlich das gleiche Prinzip dann sein. Nur mit dem einen kommt man auch über den langsamen Teppich hin. Das andere muss man wahrscheinlich sogar mit Mario fliegen.
selbst das ist schneller als dieser scheiß Teppich. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, wisst ihr das? Ist ja schön, aber wir hatten die in der letzten Welt. Und auch noch an anderen Orten im Spiel. Das habe ich ja im letzten Part schon gesagt. Sowas wie die Regenbogen, also die Musik von dem Regenbogenbrett aus Mario Party 1. Das wäre doch viel schöner gewesen. Diese Musik deutet ja darauf hin, dass es hier wirklich eine Raserei ist. Dann stell ich mal vor, wenn ihr das Spiel gespielt habt, habt ihr es ja auch schon irgendwann mal zum ersten Mal gespielt. Und da müsst ihr auch gehört haben, hier diese Welt heißt Regenbogenraserei. Und dann hört ihr die Musik von der Rutsche. Von der Rutsche und von der Uhr, aber die Uhr ging, wenn man zu einer bestimmten Zeit reingegangen ist, dann ging die Uhr auch ziemlich schnell. Was aber für keinen Stern wirklich hilfreicher. Aber, ja, da kann es auch schon richtig schnell zur Sache gehen. Hier, man kommt nicht drum rum. Das hier ist ein Langweilsfest. Stern des Anwesens. Immerhin haben wir heute schon mal 2 Sterne geschafft. 3 Sterne. Besser als nicht. Da haben wir wenigstens etwas geschafft. Und wir haben ja auch noch Zeit. Wir kriegen bestimmt noch mindestens einen hin. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wie ich das ab jetzt dann mache, ich fliege mit dem Teppich auf diese Insel und von hier aus springe ich dann mit Luigi da hinten hin. Sollte ich Luigi haben, aber für so Sprungsachen ist er wirklich am besten. Zum wievielten Mal machen wir das jetzt heute? In diesem Part allein. Oh, ich hoffe, Super Mario Odyssey wird nicht solche Stellen haben, aber die Galaxy-Teile wüsste ich jetzt nicht, dass da sowas war. Für Super Mario Sunshine fällt mir jetzt auch nicht wirklich was ein. Das ist eigentlich, ja, das. Schaut, das ist sogar ein Fehler, den Nintendo selber anerkannt hat, dass diese Welt langweilig ist. Und danach haben die nichts gemacht, das so ist. Warum dann ausgerechnet diese Welt hier als Stage für Super Smash Bros. Melee ausgesucht wird, kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht fanden die einfach nur die Ästhetik schön. Ah! Oh, ich dachte schon, ich hätte überlebt, aber nein. Nochmal einen Schlag ins Gesicht. Metaphorisch gesehen. Über dem Regenbogen. Somewhere over the rainbow. Okay, das geht wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir haben es ja schon 2-3 Mal geschafft, dahin zu springen, aber so langsam habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ja, ich mache das so, wie ich es gesagt habe. Das ist auf jeden Fall immer noch schneller als der
Teppich an sich. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Regenbogenraserei. So viel Action auf einmal kann ich einfach nicht ertragen. Es geht voll ab im Moment. Ich muss mich voll konzentrieren. Das ist viel zu schnell für mich. Da 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 du du da du du da du du. Oh, das war ein bisschen knapp, aber das war mehr wegen meiner eigenen Dummheit. Ich wusste nicht, dass ich da unten noch drunter passe. Ich sehe nichts! Ich dachte schon, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre es wirklich unfair. Ich bin ja schon sehr in Versuchung, Safe States zu machen. Aber sollte dieser Part dann nicht in Ordnung sein, irgendwie mit einem Aufnahmefehler, dann könnte ich den nicht beheben, weil ich in diesem Part schon gespeichert habe. Dreh dich doch einfach, Luigi. Geht doch. Hier oben ist die wahre Mütze, also was wir die brauchen. Was wir wahre brauchen, geht schneller, das Level zu verlassen und den eben zu holen. Das ist so. Das ist doch wirklich so. Hey, oben nicht einfach der Stern? Ja. Oh, ich glaube, wir brauchen den hier sogar. Na dann. Vielleicht ist es doch ganz nett, dass die den hier hingetan haben. So kann man dann mit Luigi nach hier oben und dann mit der Wario-Mütze den Stern holen. Das war jetzt auch der Stern, den wir machen sollten. Eigentlich. Spring doch da rein. Schaut mal, Luigi hat auch schon keinen Bock mehr. Der will auch nicht mehr da reinspringen. Geht doch. Münzlabyrinth. Ich glaube, damit meine ich die 8 roten Münzen. Vielleicht. Weil ich sehe keinen Stern auf der Karte, also meinen die bestimmt die 8 roten Münzen. Aber nein, die machen wir jetzt noch nicht. Da links. Wow, das war zu knapp. Da links sollte auch noch irgendwas sein. Außer halt die Illuminati-Pyramiden. So geht's auch viel schneller. Also, ohne Luigi müsste diese Welt ja ziemlich nervig sein. Okay, ich habe die Welt auch schon im originalen Super Mario 64 durchgespielt. Da war sie auch viel nerviger, als das jetzt war. Immerhin haben wir Luigi. Ein laues Lüftchen. Komm, einen Stern machen wir noch. Ein Münzlabyrinth will ich noch nicht machen. Was bleibt mir denn sonst noch übrig? Also, bisher, das waren ja eigentlich alles nur Sterne, die es auch schon in der N64-Version gab, bis auf den einen Stern in Stern. Vielleicht ist hier auch was Neues. Vielleicht ist mit Münzlabyrinth ja gar nicht mal die 8 roten Münzen gemeint. Vielleicht ist ja auch noch so ein Stern. Wenn es den in der N64-Version auch schon gab, dann habe ich den verdrängt oder vergessen. Eins von beiden.
Aber hier sind ja eigentlich nur die 8 roten Münzen. Ah, ich darf hier nicht hoch. Ich bleib aber trotzdem hier oben. Was ist hier? Eine Mornapilz, na super. Bringt mir nicht sehr viel. Na gut, dann beende ich den Part eben hier, weil mir fällt nicht ein, was es hier sonst noch für einen Stern gibt und für die 8 roten Münzen aber keine Zeit mehr. Es hängt dann ja auch mit den 100 Geldmünzen zusammen, mit denen ich in der N64-Version jedenfalls relativ wenig Stress hatte. Also hoffe ich mal, dass das hier auch so bleibt, weil ich ja generell im Let's Play recht wenig Stress mit den 100 Münzen-Sternen hatte bisher. Sogar bei Welten, bei denen ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe. Und deshalb hoffe ich aufs Beste, aber ich bringe mich trotzdem einmal noch um. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.